Hallo und willkommen zurück zu Dungeon Keeper. Wölfe greifen an, my lord! In der letzten Folge haben wir die Belagerung des feindlichen Keepers hier angefangen, indem wir hier einfach eine Mauer errichtet haben. Und trainieren gerade unsere tapferen Recken hoch, weil wir endlich den Trainingsraum gefunden haben. Und ja... Hier ist das Dungeon Heart von den Helden. Das werden wir uns natürlich auch vornehmen, weil Destroy Walls, der Zauberspruch liegt hier, den werden wir sicherlich brauchen, um hier reinzukommen. Aber ich dachte mir, das wäre vielleicht trotzdem sicherer. Ja, hier ist unsere riesige Schatzkammer. Oh, die können wir noch größer machen. Haben wir auch schon angefangen, größer zu machen, wie ich sehe. Um noch mehr Gold einlagern zu können. So. Ja, es hat jetzt etwas gedauert, bis ich wieder was aufgenommen habe, weil ich mein Mikro kaputt gemacht habe und erstmal ein neues anschaffen musste. Vielleicht hört man die Veränderung, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke schon, müsste eigentlich. Werden wir dann sehen. Gut, der Plan. Der Plan ist jetzt, sobald unsere Kreaturen hoch genug sind, dass wir dann anfangen, den gegnerischen Dungeon zu infiltrieren. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Wir haben ja schon angefangen, mit unserem Auge und Blitzen die Imps wegzusäppen. Weil der hat hier überhaupt keine Goldvorräte. Da können wir mal gucken, was wir hier haben. Hier sehen wir ein Skelett. Ich weiß gar nicht, woher der Skelette bekommt. Hat er sich aus der Affäre gezogen? Das geht auch nicht. Hey. Okay, sind mehrere Skelette Level 1. Setten wir einfach mal da rein. Wir haben genug Gold, das bedeutet, da haben wir jetzt keine Probleme mit. Die werden sich jetzt in ihr Lair zurückgezogen haben. Suchen wir das mal. Da können wir sie vielleicht töten. Wir wissen ja auch, dass er Friedhöfe hat und sich dann ein paar Vampire holt. Das ist aber nicht besonders schlimm, weil... Gut, dann hat er ein paar Vampire. Wir haben ja auch welche. Hier sehen wir das Lair. Versuchen wir mal. Guck mal, da ist einer. Ach, verdammt. Das ist einer der Level 1er, die wir gerade erwischt haben. Der hat aber einige hochlevelige Level 10er hier. Oh, kaum Schaden dran, ne? Da war ein Imp. Ich höre aber Imps schreien. Oh. Ja, da haben wir auch den Grund. Ah, wir haben genug Geld. Ich versuche mal die Spinne. Da ist schon wieder ein Imp draufgegangen. Ich versuche mal die Spinne hier wegzumachen. Also die Imps sind Kollateralschaden. Passiert schon mal. Ist schon wieder einer gestorben. Ah, ja, also das ist, glaube ich, ein Zauberer draufgegangen. Ja. Interessant, was man so alles mitkriegt. So, Spinne gekillt. Dann versuchen wir doch mal die Reihen des Feindes auszudünnen. Ein Zauberer haben wir gesehen. Eventuell können wir den sogar abwerben. Das wäre ja eigentlich ganz klug, weil wir haben ja einen Köderraum errichtet. Da werden wir dann einfach gleich ein paar hochlevelige Zauberer reinstellen und ja. Gucken wir mal, was dann übergelaufen kommt. Ja, ich weiß, das ist nicht so das, naja, ehrenhafteste, was man machen kann, aber wir sind ja auch nicht ehrenhaft. Nicht zwangsweise. Manchmal schon. Aber nicht gegen diesen Keeper. So, nochmal das Auge. Level 7 ist schon gut, den wegzumachen. Na, zwei Spinnen hat er dann noch, wenn ich das richtig sehe. Und die andere hat hier ein Leer. Ah, da ist in die andere Richtung gerannt. Wo willst du denn hin? Ja, viel interessanter. Oh, da ist ja doch noch eine Spinne. Ja,
Warum nicht die Ims wegmachen? Hat man das auch direkt erledigt. Oh, hier ist der Trainingsraum. Gucken wir doch mal, was in dem Trainingsraum so abgeht. Spinne. Skelette. Oh, das ist fast wieder einer Level 10. Und ein Köderraum mit Skeletten. Wir haben keine. Schade. Dumm gelaufen für ihn. Aber wir werden gleich das gleiche machen, was er vorhat. Da könnt ihr sehen, der ist auch nicht unbedingt viel ehrenhafter. Was macht ihr denn hier? Ich glaube, ich habe euch hier hingeschickt. Könnt aber weitermachen. Dann gucken wir doch mal. Haben wir denn Magier überhaupt? Okay, der ist hier fleißig am Trainieren. Also die richtigen Warlocks, meine ich. Nicht die hier. Die haben wir gar nicht. Dann können wir die auch nicht ködern. Na gut. Dann lassen wir das halt. Dann gucken wir doch noch, wie ein bisschen, wie wir ihn weiterhin ärgern können. Die Level 1er hier, die sind jetzt nicht die Probleme. Payday. Ah, er hat ja doch schon noch Goldreserven. Woher? Ach, verdammt. Da sehen wir dann auch, boah, wie viele Level 10er hat er denn? Oh mein Gott. Ach, verdammt. Sehr viele Level 10er. Jetzt könnte man sich fragen, warum seppe ich hier überhaupt rein? Bringt das was? Ja, das bringt was. Zum Beispiel ist gerade ein Level 8er draufgegangen, aber die Leichen werden ja dann auf den Friedhof gepackt. Wenn die auf den Friedhof gepackt wurden, kommen Vampire daraus. Und die Vampire werben wir dann ab. So ist der Plan. Soweit, so gut. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Abgesehen davon sind dann ein paar high-levelige Kreaturen down. Ich glaube, er hat ihn sich gegriffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Können wir hier noch ein paar Leute töten? Können wir. Ja, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir ins Leer gehen. Wo waren das gleich nochmal? Ah, hier. Ah, guck mal, da ist auch die Spinne wieder. Und Skelett ist direkt daneben. Perfekt. Können wir die direkt beide wegmachen. Schon geschwächt wieder. Da ist das Skelett tot. Da ist die Spinne tot. Dann nehmen wir auch direkt das Skelett, weil es gerade im Bild ist. Ja, ist direkt neben drauf gegangen. Hey. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Das hätten wir den eben noch gekriegt, aber der rennt ja eh rein. Also komm. Nicht so wichtig. So, dann ist das Skelett auch kaputt. Na, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Ja, hoffentlich werden das schön viele Vampire. Das wäre super. Ah, guck mal, hier Level 1 Spinne, die ist ja schnell tot. Haben wir noch einen Imp erwischt? Sehr, sehr gut. Oh, guck mal, das ist noch eine Level 1 Spinne. Ich habe gerade einen Schrei gehört aus der Folterkammer. Ah, vielleicht war es auch der Vampir. Aber wir haben auf jeden Fall gerade einen Vampir gesehen, der durchs Bild gerannt ist. Den werden wir hoffentlich bald übernehmen. Da hat immer noch ein paar Spinnen. Leider schon wieder weg. Und dann haben wir auch schon die feindlichen Reihen etwas ausgedünnt. Wieder mal. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ich gucke gleich mal, wie viele Vampire wir wieder haben. Vielleicht haben wir da schon wieder einen Zuwachs bekommen. Guck mal, das wird ein Level 1er. Den können wir auch direkt wegmachen. Woher kriegt der eigentlich neue Skelette? Der kann gar keine Gefangene machen. Oder lässt der Leute von sich verhungern? Ah, schon wieder zwei erledigt.
müssen noch die Leichen hier abgeholt werden. Okay. Die Imps sterben immer beim Leichen abholen. Vielleicht ist das das Problem. Die Spinnen, die richtig ausgedrückt hier aussehen. Ja, tut mir ein bisschen leid. Aber naja, es sind Gegner. Das muss so. Ein bisschen mehr. Da, Skelett auch tot. Gut, dann gucken wir doch mal. Nee, keine Blitze mehr schießen. Vampire. Oh, wo kommt der denn her? Da haben wir schon wieder 8 Stück. Noch ein Level 1er. Dann werden wir die doch direkt auch in den Trainingsraum werfen. Dann haben wir schon wieder ein paar Vampire dazu bekommen und unsere Vampir-Armee wächst. Und die Vampire sind ja wohl richtig coole Dudes. Sie heilen sich halt mit jedem Schlag. Ich weiß nicht, ob das auch bei Skeletten funktioniert. Aber warum eigentlich nicht? Ah, da haben wir wieder eine potenzielle Leiche. Jeder gefallene Gegner bedeutet einen potenziellen neuen Gefährten für uns. Darum macht das Weggesäben von Level 1 an hier auch so viel Sinn. So. Ah, der ist jetzt auch tot. Hat aber schon high-levelige Skelette, muss ich schon sagen. Vor allen Dingen frage ich mich, woher. Eigentlich dürfte er keine Skelette bekommen. Aber ich befürchte, dass die Leichen ja nicht mehr weggeräumt werden. Vielleicht haben wir alle Imps getötet. Kann sein. Das wäre dann ziemlich bitter für ihn. Ah, ne, da habe ich einen Imp gesehen. Perfekt. Dann ist ja alles gut. Ich habe schon Sorgen gemacht. Dann kriegen wir ja keine neuen Vampire mehr. Na, guck mal einen an. Schön wegräumen, Imp. Und da haben wir nochmal 2 neue. 3 sogar. Einer ist noch nicht weggeräumt. Na, guck mal an. Kannst den auch direkt wegräumen. Er hat überlebt. Kann ich? Nee. Das wäre auch ein bisschen komisch. Könnten wir das hier ein bisschen erforschen, wenn das gehen würde? Vielleicht macht er Geld, indem er Fallen verkauft. Ups. Da ist einer vorbeigerannt. Ja. Das ist ein bisschen doof, dass das immer weggeht, aber das kann man irgendwie nicht verhindern. Ja. Sind die wieder in ihrem Schlafgemach gewandert? Ich würde ein paar Level 10er gerne wegmachen. Die kriegen ja schon Schaden davon. Könnte aber mehr sein. Vielleicht treffe ich sie nicht genau. Aber ich weiß nicht, wie man es noch genauer machen soll. Da ist schon wieder ein Imp drauf gegangen. Vielleicht, wenn man den hier in die Mitte setzt. Weil wäre schon gut. Ein paar Level 10er weniger, weil er hat echt viele. Aber die down zu kriegen dauert natürlich. Aber es geht. Stückchen für Stückchen kriegen wir denn da. Und ich meine, mit unseren endlichen Quellen haben wir echt Gold genug. Es geht ja zwar ein bisschen runter, aber das stirbt auf jeden Fall, bevor wir die 20.000 Marke unterschritten haben. Ja, das ist natürlich doof. Und der andere über ihn, der kriegt ja auch immer konstant Damage dabei. Na, gut. Wobei es natürlich fragwürdig ist, warum Skelette von Blitzen Schaden kriegen. Wahrscheinlich explodieren die Knochen. Irgendwie sowas. Guck mal, da geht wieder ein Imp drauf. Das tut mir aber leid. Level 9er hat auch schon ordentlich Schaden bekommen. Ah, der ist wenigstens noch durchgegangen.
So, zwei Leben hat er noch, dann ist er gleich tot. Da kann wieder ein neuer Vampir entstehen, hoffentlich. Und überlaufen, hoffentlich. Dann wird er nicht mit Blitzen beschossen. Payday. Das bedeutet für die Gegner auch. Das bedeutet, er könnte jetzt abhauen. Aber ich glaube, er hängt ein bisschen zu sehr am Leben dafür. Apropos am Leben hängen. Aha. So, einer weniger.